Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video und wir haben hier gerade direkt Blick auf unsere wunderbare Innenstadt. Ja, jetzt, wow, jetzt nicht mehr. Aber ja, wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen das Grid erweitert, den Palma Zoo eingeweiht und die ersten Levelaufstiege in unserer Stadt hier beobachtet. Ich nehme die Folge jetzt direkt nach der letzten auf. Wir haben ja nämlich die Weidenresidenz und die Pinienresidenz und allgemein alle Residenzen, die hier so grün auf dem Dach haben, haben jetzt eigentlich so einen Levelaufstieg bekommen. Und ihr seht hier, das sind halt die Stufen. Wenn die dann hier so sind, sind die richtig groß, schön, weiß mit grün. Das sieht richtig schön aus. Und ja, ich würde sagen, wir haben das Stadtviertel ja letzte Folge nochmal ein bisschen erweitert. Machen wir einfach nochmal ein bisschen Gewerbegebiet hin. Denn das wird hier gerade eindeutig gefragt. Genauso wie weitere Wohngebiete. Bald ist dieses Grid voll, Leute, ich sag's euch. Ja, diese Folge war der Plan, dass wir den Kastanienpark hier mal wegmachen. Beziehungsweise ihn umbauen. Nein, da sollte kein Stadtviertel hin. Perfekt. Kastanienpark is away. Und ja, wir machen jetzt grundlegend endlich jetzt alles hier im Pausenmodus. So. Denn wir haben halt hier auch unsere Abwasserklärung. Wir haben ja alles. Wir haben hier Müll, Abwasserklärung, Parkreinigung. Wir haben hier so gut wie alles. Deswegen, wenn wir einmal auf Start drücken, ist unsere Stadt finite. Die ist dann tot. So, ja. Merken, Busdepot haben wir ja auch. Okay. Das dürfte unangenehm werden. Tut so weh, alles hier abzureißen. Ich setze hier aber nochmal Bäume hin. Vielleicht helfen die beim Regenerieren. Ich weiß es nicht. Und das Erz mache ich hier auch mal weg. Der Erz ist kacke. Keine Ahnung, ob das unter Bäumen noch überlebt. Ist natürlich auch ganz nice wäre, wenn wir hier einfach noch Wald hätten. Aber Innenstadt ist Innenstadt und muss bleiben. Na, Bäume auf dem Strand sehen nicht so nice aus. Die Frage ist, wie machen wir denn das jetzt? So eine organische Stadt passt natürlich jetzt in der Innenstadt nicht wirklich. Wir machen einfach mal hier so eine Hauptstraße hin. Die wir dann auch nochmal hier mit verbinden. Und hier nochmal eine Straße, die wir direkt hiermit verbinden, damit wir einen weiteren Eingang haben. So. Na, das war nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich nur das hier machen. Denn wenn da so wenig Platz ist, lohnt es sich nicht wirklich, die Straßen durchführen zu lassen. Das wird keinen Sinn machen, Leute. Und irgendwie ist das Grid hier ein bisschen seltsam. So. Nice. Dann warten wir nochmal kurz das Stadtviertel. Ich hoffe, das wird jetzt heute nicht allzu lange dauern, das hier alles zu erweitern. So. Früher war das hier alles schräg. Ich würde sagen, wir machen das nochmal so schräg. Denn der Look wäre, glaube ich, ganz gut. Das Ding ist halt, noch können wir hier nichts bauen, wegen der Verschmutzung. Wohngebiete erst recht nicht. Warte, wie steht es mit der Stromversorgung? Ich glaube, wir könnten auch rein theoretisch so machen. Da wird sich das schon mit den Straßen verbinden, Leute. Gott, das ist so komisch, die Baumstraßen hier zu bauen, wenn hier die Verschmutzung so krass ist. Verschmutzung ist real. Wow. Na, geht nicht so genau. Na, mache ich hier so. Warum auch immer man das eigentlich nicht bauen kann.
Manchmal wundere ich mich, wieso man Road Anarchy überhaupt braucht. Was ist jetzt hier los? Wieso war das nicht gerade? Ich möchte die Straßenvorgabe davon sehen. Ah! Gott, das nervt. Himmel nochmal! Was ist so schwierig daran? Vielen Dank! Die Straßenvorgabe hiervon besagt, dass die Straßenvorgabe nichts besagen soll. Ist auch super. Road Anarchy. Gott im Himmel. Keine Sorge, das mache ich gleich weg. Das Leben in dieser Stadt ist ein einziges Trauerspiel. Wie habe ich denn früher immer gemessen, dass das... Ja, das ist genau eins. So. So, was ist das eigentlich? Relativ schön gemacht hier. Relativ nice. Ist das dein Ernst? Wieso geht das nicht? Es ist so dämlich gemacht manchmal. Vielen Dank. So. Und mehr brauchen wir jetzt rein theoretisch nicht. Es wäre noch ganz lecker, wenn wir das hier machen dürften. So. Und dann, oh, nicht move it, dann machen wir das hier nochmal weg. Und erweitern wir wieder das Stadtviertel, weil es das einzige ist, woraus dieses Spiel für mich besteht. Stadtviertel erweitern. Wann kommen eigentlich so die City Skylines DLCs? Gibt es da irgendeine Regelmäßigkeit? Ich meine, ich glaube, das letzte DLC ist vor fast einem Jahr erschienen. Also, das Campus DLC ist fast vor einem Jahr erschienen. Sunset Harbor DLC ist ja kurzem erst gekommen. Das heißt, vor kurzem ist es jetzt auch schon wieder fast 2 Monate her. Das Sunset Harbor DLC hat mich halt dazu gebracht, wieder mal City Skylines anzuschmeißen. Um mich sofort in das Spiel zu verlieben. Ohne Witz, ich habe jetzt, seit Sunset Harbor da ist, wieder 40 Stunden dieses Spiel gespielt. Es ist einfach so nice, Leute. Auch wenn ich so schlecht in diesem Spiel bin. Ich liebe es. Ich liebe es. Also, dieses Spiel ist einfach McDonald's. So. Ja, hier hört es auf. Mach ich das mal bis hier hin. Dann einfach nur. Perfekt. Nice. Jetzt haben wir das ganze Stadtviertel hier gemacht. Sieht ziemlich schön aus, muss ich sagen. Oh, fuck, fuck. Das war keine gute Idee. Ja, blöd ist. Das Recyclingzentrum. Müll, das ist alles blöd. Das Ding ist halt, die Dinger machen Verschmutzung. Und Leute, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir machen diese Cheat-Kacke. Oh nein, das Ding macht ja auch Strom. Kacke. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht, ne? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber Leute, wir haben eine Creative-Stadt. Die soll schön aussehen. Dürfte so gut wie unendliche Reichweite haben, das Ding. Können wir wahrscheinlich auch einfach ins Wohngebiet reinstellen, aber ich stelle es hier hin. Oh, wieso? Wieso habe ich weitergestellt? Wir haben immer noch keine Abwasserklärung. So, Water Treatment. Wieso ist hier so ein brauner Fleck jetzt auf einmal? Die Dinger machen ja keine Verschmutzung. Die müssen keinen jucken. Ich kann auch die hier machen, aber dann machen wir Wasseraustritte. Und das will ich nicht, Leute. So. Perfekt. Upp. Parkreinigung. Parkinstandhaltung hatten wir ja auch. Kriegen wir es hier so hin? Nee, nur hier. Perfekto lösig. Jetzt müssen wir nur das Wasser auf das ganze Viertel verteilen. Und dann haben wir die Infrastruktur rein theoretisch schon fertig. Ja, gerade wir haben auch schon 11.000 Einwohner. Auf die habe ich schon lange nicht mehr geguckt.
So, verbinden wir mal das Wasser einfach mal hier mit. Wir führen hier ein Wasserstrom durch. Weil ich sonst ausflippe, weil hier weiße Stellen sind. Ah, Herzkollaps. Herzkollaps, ist das ein Wort? Keine Ahnung. Wenn euch irgendeine Dienstleistung fehlt, meckert mich an, okay? Ich hoffe, das geht jetzt gleich zurück. So, wieder mal Wohngebiet-Nachfrage, aber die haben wir ja gerade noch gestillt. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, was wir einfach zum Levelausstieg machen können. Die haben Strom, die haben alles. Müll ist auch nah an denen dran. Und ihr habt auch eine sehr nahe Innenstadt. Wir haben Hightech-Häuser. Die da hinten haben jetzt aber... Die haben gar keine Karussell. Ich habe die Mutter immer noch nicht rausgenommen. Wieso komme ich dazu denn nicht? Wieso fällt mir das denn nicht ein? Denn ich glaube nicht, dass ich das mitten im Game machen kann. Und ich bin jetzt auch zu faul, das auszuprobieren. Ist so sinnlos, dass so ein Karussellpark einfach mehr Freizeitstellung bringt als so ein freaking Hochhaus. Also ich meine, okay, so ein Platz gehst du öfter als ein 80 Euro teures Hochhaus. 80 Euro im Sinne von, es kostet so viel, um einmal drauf zu gehen. Kannst du auch ein Jahresticket holen. Kannst du sogar zweimal drauf gehen. Danke für die kostenlosen Nahverkehr für Schüler und Studenten. Und Mutter Natur sind das gute Nachrichten. Alter, wieso sollst du da... Habe ich gerade Spanisch gesprochen? Das kann gerade ein bisschen so... Alter, aber wieso lass du los? Nein, Alter, wieso hast du hier Müll? Müllberge. Wir müssen doch jetzt gleich die Müllwägen hinkommen, oder? Nicht? Wer ist so rabisch? Leute, by the way, ich spreche mit Absicht so Englisch. Kann zwar jeder sagen, aber ich kann besser Englisch sprechen. I can speak it better. Keine Ahnung, ob das grammatikalisch korrekt war. Ihr habt keinen Strom. Ihr Säcke. Jetzt erzeugt das Ding auf einmal doch keinen Strom, oder wie? Oder wie? So, 20 Megawatt hat das ja Produktion. Nice. Grüne Energie für die Stadt. Stromerzeugung 263. Leute, ich will gar nicht wissen, für wie viele Tage ich mittlerweile vorproduziert habe. Warte, fliegt das Ding durch die Hochhäuser durch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wieso kann man eigentlich keine Route von denen sehen? Sitze Heißluftballontouren. Wieso? Ich finde das blöd. Ich meine, wer benutzt eine Heißluftballontour überhaupt? Oh, guck mal, das wird besucht. Ja, nice. So, wir müssen noch mal ein bisschen IT-Cluster hier hinklatschen. Nochmal sicher gehen. Das Stadtviertel haben wir eigentlich auf alles hier erweitert. Nice. Bei so guten Lebensbedingungen sollten die Tiere darum wetteifern, wer von ihnen Menschen unterhalten darf. Was? Ja, okay. War das jetzt Ironie oder geht es den Tieren wirklich gut? Habe ich da eine Richtlinie? Zootiere gibt es zusätzliche Pflege und Unterhaltung, damit sie glücklich bleiben. Erhöht den Unterhaltungswert der Zugebäude um 20%. Ach so. Nice, Alter. Bald sollte man auch mal einen Levelaufstieg für das Ding bekommen. Ich bin einfach so glücklich über die Innenstadt. Die sieht so schön aus. Vor allem mit den IT-Cluster-Gebäuden sieht das richtig realistisch aus. Ich male einfach nochmal hier das ganze Wohngebiet. Also das ganze Wohngrid male ich mal einfach mit Wohngebieten an. Gott, das Schlimmste ist, wenn du im Schnitt merkst, dass du irgendwie so ein Feld nicht bemalt hast. Und das dann einfach nicht korrigiert wirst. Ohne Witz, ich habe dafür schon mal einfach das Spiel gestartet. Nur um das wegzumachen. Weil das so scheiße war. Ich würde gerne mal hier über die Autobahn machen und nicht über den Kreisverkehr. So. Perfekt. Sieht auch wieder besser aus als vorher. Und wir haben echt richtig viel Grid hier. Ich glaube, wir können mal die Zeit beschleunigen.
finde es aber trotzdem ein bisschen all Kreuzung und Verkehr. Das ist ein Problem. Oh Gott. So viel Verkehrsprobleme. Und ich finde es ein bisschen blöd, dass die irgendwie so wenig verschiedene IT-Cluster-Gebäude gemacht haben. Ich habe für das DLC doch Geld bezahlt. Sollte doch ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. So. Machen wir das nochmal hier hin. Ups. Da erstmal noch nicht. Weil ich dann doch noch nicht die Zeit beschleunigen. Innenstadt ist dann einfach so, das Logo ist so genau da, wo einfach nichts ist. Hier ist die Gebietabgrenzung. Warte, so viel. Wir haben so viel Gewerbegebiet hier. Na, nicht so viel mehr als Bürogebiet, wenn du mich fragst. Hm. Industrie haben wir hier gar nicht, ja. Wow. Durchschnittliche Gebietsabgrenzungsebene, wow. Einfach erste Stufe. Ach, Leute. Könnt ihr nicht ein bisschen Level-Ups machen? Ich fände das nice. Es ist so schön hier eigentlich. Ich finde das ein bisschen blöd, dass so gering besiedelt und dicht besiedelt einfach genau gleich aussehen. Aber trotzdem, ich finde das hier sehr schön. Vor allem mit den Hochhäusern. Und dann hier so eine Tankstelle irgendwie. Ein Hochhaus gegenüber. Direkt daneben eine Tanke. Oh Gott! Wo ist eigentlich diese Cheatmüllanlage? Da. Nein, nicht im Menü. Runa. Sieht eigentlich genauso aus wie so eine normale Anlage. Wo das halt, wie gesagt, 500 Müllwägen da rauskommen können. Sind jetzt gerade zwei auf einmal gekommen. Und dass das Ding halt keine Kosten hat, keine Verschmutzung, keine Lautstärke, gar nichts. Es ist halt eine Cheat-Anlage, Leute. Es tut mir leid. Ich finde das halt besser, um eine schöne Stadt zu bauen, ohne so ein heftiges Industriegrid zu haben. Wann schalten wir eigentlich mal die Schiffe frei? Bei 26.000. Ach du Kacke. Was habe ich hier alles für Bahnhöfe? Simple Train Station. Irgendwie haben wir für Fortbewegung überhaupt nichts. Ich würde dann gerne nochmal hier so eine Bahnstation hinklatschen. Ja, ihr seid unglücklich. Das geht mir am Arsch vorbei. Machen wir hier nochmal. Neue Linie. Zack. Nur damit ihr glücklich seid. Und U-Bahn Linie 3 wird ordentlich gefahren. Oh. Okay. Was ist denn das für eine Station? Oh, dezent voll. Ich erhöhe doch mal gern die Zahl der Fahrzeuge auf 8. Wenn es das besser macht. Wir haben langsam Abwasserklärung. Das ist Probleme. So. Machen wir es so. Perfekt. Jetzt kann ich das nicht damit connecten. Alter, ich connecte mal deine Base, Bro. Was war das jetzt schon wieder? Das hat manchmal echt so komplett zufällige Sachen. Damit ihr auch glücklich seid. Nur für euch baue ich einen Karussellpark. Keiner ist mir dankbar. Wir haben hier immer noch 6000 Einwohner. Und hier wahrscheinlich mittlerweile auch wieder 7000. 6300. 6200. Hey, die Innenstadt hat mittlerweile die Vorstadt überholt. Wenn man das als Vorstadt bezeichnen kann. Ich meine, das ist irgendwie direkt daneben. Ich freue mich, wenn wir hier alles... Oh, 13.000 Einwohner. Schwimmender Müllsammler, Krematorium und Wasseraufbereitungsanlage. Nice. Insbesondere das Krematorium interessiert mich. Denn die sind wichtig, Leute. Die holen nämlich unsere Toten ab. Die eine Straße da einfach. Kann ich das nochmal verbinden? Ja, kann ich. Jetzt dürfte die Straße auch was haben, genau. Der Rauch ist zwar ein bisschen Hashtag eklig, aber in einer Stadt dieser Größe würde uns ein Hashtag Krematorium viel Platz sparen. Hashtag, achso,
Asche. Asche zu Asche. Oh mein Gott. Bisschen übertrieben, wie die immer reden. Benutzen so viele Hashtags. Die packt man doch heutzutage alle unter den Text. So. Fliegst du an den Gebäuden vorbei? Tust du, ja. Aber das muss doch nice sein. Ich versteh's nicht, ich meine... BTF. Ich will euch nicht sehen. Kids, das ist so schlimm. Ich will euch nicht sehen. Lasst mich hier raus. Normalerweise, nein. Hä, normalerweise hat man doch einfach den Ausblick gesehen. Oder guckt man immer in eine spezifische Richtung? Warum, Menno? Das ist doch kacke, Leute. So will ich das nicht sehen. Wo ist denn der andere Heißluftballon? Steckt der gerade in einem Gebäude fest? Nein, der ist da. Hä? Hier sehe ich genau dasselbe. Das ist ja kacke, Leute. Gradet ihr gerade ab? Ja, Stufe 2. Alter, die gehen aber gerade ordentlich hoch. Darlehen. Ja, wir haben alles unten. Wir haben einen Gewinn von 6.000. Nice, Alter. Naja, wir haben ja auch sehr geringe Steuern. Haben wir irgendeinen Profit mit den... Ne, stimmt. Wir haben ja den Nahverkehr kostenlos gemacht. Wieso gibt es überhaupt so eine Richtlinie? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn du Profit machen willst... Das kostet dir Geld. Und was anderes als Zufriedenheit bringt dir das jetzt auch nicht. So, perfekt. Es ist irgendwie so komisch. Hier ist das irgendwie so richtig leckeres Blau und hier ist es irgendwie so ein lila Ton. Liegt halt daran, dass da halt Gebäude draufstehen, aber trotzdem, ich finde das seltsam, Leute. Ist so witzig, dass man irgendwie so ein bisschen sieht, wie die Gebäude hier einfach größer werden. Weiß jemand, ob in der Stadt ein Alligator als Haustier da halten darf? Was ist eigentlich mit mir los? Wieso kann ich nicht reden? Normalerweise kann ich reden. Aber wenn ich aufnehme, kann ich überhaupt nicht reden, Leute. Was ist denn hier los? Weg mit den Problemgebäuden. Ich hab keinen Bock auf euch. By the way, Leute. Mittlerweile müssen wir die 40 Abonnenten geschafft haben. Ich nehme das hier gerade auf, wenn ich 39 habe. Vielleicht habe ich mittlerweile ein Hit-Video gelandet. Ich bringe ja nur alle 2 Tage eine Folge Cities. Und das dürfte jetzt eine Woche, nachdem ich es aufnehme, überhaupt erst rauskommen. Wohngebiet-Nachfrage. Jawohl, und die Verschmutzung geht ja auch wieder zurück. Nice. Ich schau mal, wie es mit der Lautstärke aussieht. Mit Ausnahme der Hauptstraße hier. So, perfekt. Ich finde, hier könnten schon durchaus Wohnmobile hin. Vielleicht nicht direkt beim Park in Instandhaltungsgebäude. Da können jetzt auch schon Gewerbegebiete hin. Ist das das Parkinstandhaltungsgebäude? Ich glaube schon. Wir machen das hier einfach mal hin. Alles direkt beim Krematorium. Ich hoffe einfach nur, dass die Stadt nicht zu schlimm Verkehr erleiden wird. Machen wir das noch. Stimmt. Hat ja hier alles... Ich glaube, hier ist eher was für Gewerbe, obwohl jetzt gerade haben wir eine Nachfrage nach Industrie. Und deswegen stelle ich hier sehr gerne IT-Cluster hin. Ich stelle sehr gerne IT-Cluster zur Verfügung. Direkt in den Park einfach auch. Ja, obwohl in den Park lieber nicht. Ab dieser Straße soll einfach nur der Park sein. Denn sonst sieht das nicht so nice aus, Leute. Und das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ja, tschüss, Leute.